Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich eine Käsewurst und eine polnische mache. Dazu verwende ich 2 Kilo Speck, 4 Kilo Schweinefleisch, 2 Kilogramm Wildschwein und 2 Kilogramm Rehfleisch. Das Ganze habe ich gestern vorgesalzen mit 20 Gramm Nitritbückelsalz. Ich mische das jetzt alles mit den Gewürzen zusammen und lasse es dann durch die 8 mm Scheibe des Wolfes durch und fülle sie nachher in einen 90er Kaliber Faserrahmen. Was ich dazu sagen muss, ich habe jetzt gerade keine Rauchkammer, die kommt mal noch in die Rauchkammer rein, wird angesägt, heiß geräuchert. Das erspare ich mir. Dafür habe ich etwas Raucharoma dazu getan. Bei den Gewürzen habe ich Folgendes. Da habe ich 2 Gramm Pfeffer, 1 Gramm Knoblauch, etwas Phosphat, ganz wenig, damit es für die Bindung, damit das Eiweiß richtig quält. Dann habe ich auch Fertiggewürz, polnische und Käsewurst. Und dann habe ich noch den Raucharoma dabei. Und etwas Wasser, damit das Eiweiß besser quellen kann. Das Ganze zeige ich Ihnen jetzt. Und natürlich für die Käsewurst habe ich 1 Kilogramm Käse, das heißt 20% Gesamtmasse ist Käse. Jetzt gebe ich das Wasser rein, das tue mal raus. Jetzt schütte ich alles mal zusammen. Das Schweinefleisch und den Speck. Jetzt kommen die Gewürze dazu. So mischen. Wie gesagt, das Salz habe ich am Vortag für die bessere Umrötung. Mit Nitritbückelsalz. Jetzt mische ich das alles einmal schön so durch, dass alles Gewürze hat. So, und jetzt lasse ich das durch den Wolf. So, Gewürz. So, das ist da hier. Wasser schütte ich da später dazu. Wolf ist aus dem Enterprise-System. Ups. Das, was am Boden ist, das kommt weg. Schauen Sie, dass es schön zügig durch den Wolf geht. Dass es nicht zu viel erwärmt. Und dass man nichts am Boden abschmeißt. Sie haben gesehen, wie das geht. So, jetzt haben wir das Gesamte durchgewolft. Jetzt werden wir das gut vermischen. Und da kommt etwas Wasser dazu, damit das Eiweiß besser aufquillt und dass es eine bessere Bindung gibt. Machen wir so schön auf. Geben wir das Wasser dazu. Ja, schön mischen. Deswegen haben wir das Phosphat dazu gegeben. Weil das Eiweiß muss man quellen, damit das bessere Bindung gibt und ein bisschen saftiger die Wurst wird. Nicht zu strohig. Schauen wir schön, dass man die Kanten überall rauskommt, dass alles schön gemischt wird, dass keine Gewürznester entstehen. Ja, das schaut ja schon mal gut aus. Wie es schmeckt. Schon recht gut. Jetzt ja auch da. 5 Kilo aus hat er. Und diese 5 Kilo, das wird die Käsewurst. Das passt. Da stehen wir mal auf die. So, jetzt werden wir die polnische zuerst füllen.
machen wir schöne, schauen wir, dass wir nicht so viel Luft reinkriegen, dass schöne Bälle sind. Bindung ist okay. Schön reindrücken. Wichtig ist, dass nicht so viel Luft drin ist. Aber es sollte mal ein kleines Luftlöchel drin sein, da geht die Welt auch nicht unter. Schön, schön reinmacht, jawohl, das passt. Käse habe ich hier 1 Kilogramm Emmentaler geschnitten. Das ist ein Bergbaron, wie der gerade gekassen hat. Die haben wir selber in Würfel geschnitten. Mal schauen, wie es immer noch ist, die Würfel relativ alle die gleiche Größe haben. Und man gibt 20% der Gesamtmasse ist Käse. Dann schütte ich einfach dazu. Und das vermische ich schön mit der Hand. Man, im Prinzip ist eine Käsewurst, ist nichts, Käsekreiner, ist nichts anderes als wie das. Eine grobe Masse, eine Kreinermasse, 20% Käse dazu und das drunter mischen schön. Schauen, dass man keine großen Käsenester hat. Und wissen Sie was, das ist so, wenn man ein bisschen Wildfleisch hat, wenn man zu Hause hat, die Jagdsaison beginnt wieder. Man hat noch ein Wild eingefroren, da können wir es ruhig nehmen. Schön mager, Fußsalzen am Tag, vorher mit 8er Scheiben durchdrehen, ein bisschen Phosphat dazugeben, vielleicht ein halbes Gramm aufs Kilo, mehr ist es nicht. Dann können wir losgehen. Schauen Sie, die Masse ist schön, die ist schön bindig. Und das erreichen durchs Phosphat und durchs Wasser. Das ist so, so soll sie sein. Noch die Hände waschen. Und abfüllen. Schauen Sie die Därme. Die wird in lauwarmem Wasser. So 10-15-gradige Salzlacke habe ich die eingepackt. Das ist so 20 Minuten vielleicht schon. Sollten Sie einmal zu wenig Darmdärme haben. Genau, da brauchen Sie nicht die 30 Minuten warten, bis Sie wieder abfüllen, sondern legen Sie da meine 2-3 Minuten aus, als geht. Sollte Ihnen da überbleiben, hängen Sie ihn auf über Nacht irgendwo hin zum Trocknen lassen und da bewahren Sie ihn wieder auf. Den brauchen Sie nicht wegschmeißen. Was wir jetzt schauen, ist, dass wir das Wasser rauskriegen. Das ist ein 90er Kaliber. Schau ich da die gerade an. Wenn ich so wenig habe, mache ich das so. Und wenn der Bund größer ist, mache ich so das Wasser raus. Und das gleiche noch einmal, das ist glaube ich 57 Kaliber, wenn wir abbauen wollen. So, und was wichtig ist, den Spagat, immer vorher im Wasser einwacken. Wenn wir es nicht machen, da ist trocken, dann geht er auf. Dann ist es schwer zum Abbinden. Und bei den ersten bindet immer fest am Tisch. So, das passt. Den Eimer können wir jetzt da herstellen. Jetzt. Das ist eine chinesische Maschine. Ich brauche die eigentlich nur zum Rindfleisch vielleicht abfüllen, wenn ich es in einen Wachsackel einfülle. Weil dann habe ich die Sackel schon sauber. Aber es geht zum Wurscht natürlich auch. Da habe ich noch alles. Schau, es geht sauber. Ich weiß gar nicht, wie schnell das geht. Jawohl. Mann, sie kostet nicht viel. Ist auch nicht das ganz große. Wenn ich jetzt alle Wochen Wurst mache, würde ich mir die nicht nehmen. Auch sonst für Hobbywurstler geht es ja gut, weil es ist gut, dass man beide Hände frei hat. Gell? Das ist immer, wenn einer mal kurbeln muss, das ist immer ein bisschen problematisch noch. Kostet 400 Euro. Jetzt lasse ich aus, jetzt warte ich, bis da ein bisschen, bis Fleisch da rauskommt. Schauen Sie. Stopp. Gehen wir da her. Das ist das Problem, die drückt ein bisschen nach. Gell? Jetzt den Arm drüber. Das halte ich mit der Hand. Halte ich so ein und da drücke ich drauf. Schauen Sie. Schön, dass es fest, schön fest gespannt ist der Arm.
Und da halten so fest. Jetzt geht's wieder. Einmal. Ein zweites Mal ziehe ich fest. Jetzt mache ich noch ein drittes Mal. Fest. Jetzt ziehe ich da die Masse raus. Jetzt mache ich einen so drüber. Und einen Kopf. Schauen Sie, die ist bombenfest. Die werde ich noch halb voll machen. Da mache ich noch eine kleine. Und den Rest mischen wir unter die Käsewurst. Da ist es. Wieder das gleiche. Schön. Da hinten schauen, dass sie da festhalten. Schön. Da mit der Hand. Und mit der schauen so, dass es nicht schmiert. Ah, aus. Das war schon die Gesamtmasse. Wieder zubinden, hinten der Häsel drauf. Und da schneiden wir. Da schneiden wir weg. Und jetzt schalten wir da um. Jetzt läuft das wieder zurück. Ja, es dauert eine Zeit, bis das wieder oben ist. Aber so ist es recht praktisch. Wenn man kleine Mengen macht, ist die Maschine vollkommen ausreichend. Das mischen wir unter die Käsewurst, dann ist das auch weg. Nochmal wieder durchmischen. Und da noch ein bisschen Käse außen. Der kommt natürlich dazu. Wirklich gut. Machen wir das wieder auf. Das tun wir außer. Da haben wir noch die Käsewurst rein. Jetzt machen wir das wieder. Luft reinbringen. Also wieder das gleiche. Mit der Hand halten das schön fest. Und da was geht nicht schneller, gell? Das ist. So, und da halte ich ein. Einmal. Zweimal, das zum Außer, dann einmal drüber, an Häsel, an Katzenkopf drüber gebunden und einmal, zweimal. Und was ich jetzt noch mache, weil die nämlich jetzt ein Käsewurst ist, damit die auseinander gehen, mache ich folgendes, fahre einmal so drüber, das einmal her und wieder das dann noch einmal und so dann noch einmal und drehe sie um, das kommt die nächste. Jetzt weiß ich, dass es ein Käsewurst ist. Man schaut sonst gleich aus. Erkennen es fast nicht. Wieder einmal, zweimal anziehen, die Masse raus, einmal drüber, das Häsel binden, den aufbiegen, anziehen, einmal, zweimal. Jetzt schneide ich den wieder ab und gehen Sie hin wieder. Gehen Sie hin, ich lege sie her, mit der Hand einmal so drüber. Schau, Sie können es ein bisschen schön machen. Könnt ihr noch eins machen, wenn ihr wollt. Schauen Sie, schaut das ein bisschen elegant aus. Und jetzt nehmen wir noch eine kleine. Schauen wir, ob wir die da drüber kriegen. Jawohl.
aus. Ist nicht mehr. Ja, zum Kosten. Jetzt bin ich, ob weil jetzt sonst zwar ist, gell? Machen wir so. Dieser ist ein kleiner Koster. So, das Häsel drüber. Und fertig. So, jetzt gehe ich damit nach Hause in den Ofen und ich zeige euch, wie es den Ofen ausgebraten wäre. Bei 80, 85 Grad, das wird so 3, 4, 5 Stunden brauchen. Dann werde ich die Wurst ein paar Tage draußen hängen lassen, damit sie noch ein bisschen abtrocknet. Die Wurst braucht später keine Kühlung mehr. Das ist eine Halbdauerware, sagt man hier in Österreich. Das ist so wie die Bergsteiger an der Art. Sie werden sehen. Wir werden sie dann anschneiden und ich hoffe, das Ergebnis passt. So, hallo. Die polnische habe ich gestern Abend noch herausgebraten in einem Backrohr von einem Ofen mit 82 Grad. Das hat 5 Stunden gedauert, Kerntemperatur 72. Jetzt werden wir mal die Käsewurst anstellen. Schauen Sie, Käse ist schön verteilt, konsistent passt. Schaut recht gut aus. Luft. Nur ganz kleine Löcher sind drin, aber fast nichts. Die Wurst könnt ihr jetzt noch normal ein paar Tage hängen lassen draußen. Ein bisschen kühlen. Die kann ruhig ein bisschen abtrocknen. Ich glaube, das Schnittblut ist okay. Jetzt werden wir sie kosten. Einwandfrei. Das gleiche machen wir jetzt mit der polnischen. Die schmeckt sehr gut. Wissen Sie was? Das Ganze, ich hab kein Zeug, die wird jetzt mit dem Raucharoma dazu getan, 2 Gramm, absolut schön rauchigen Geschmack. Ich habe da ein Fertiggewürz genommen für polnische Käsewurst, dann 2 Gramm Pfeffer noch aufs Kilo. Aber ich sage, es ist schön, 20% Fett ist drin. Das Rezept werde ich Ihnen unten genau reinschreiben, wie ich es gemacht habe. Sie können da jedes Fleisch nehmen, Sie können da jetzt ein Ziegenfleisch nehmen, Lammfleisch nehmen, was Sie gerade haben. Wichtig ist, dass der Fettanteil stimmt, etwas Schweinefleisch dazu und dann nehmen Sie das Fleisch, was Sie übrig haben. Gott, im Tiefkühlfach. Sagen, das würde jetzt loswerden. Und das ist schnell gemacht. Das kann jeder, in jedem Haushalt, in der Mietwohnung, sie belästigen keinen damit. Ja, diese Wurst habe ich im Backrohr gebacken oder gebraten, bei 85 Grad, 5 Stunden. Obwohl ich sagen muss, dass das Backrohr vom Ofen ist, der eigentlich nicht so hochwertig ist. Aber es funktioniert einwandfrei. Das können Sie mit jeder Wurstsorte machen. Aufpassen auf die Temperatur, je nach Kaliber, so dieses Kaliber ist 90, ist ein 90er Kaliber. Das hat 5 Stunden gedauert. Danke fürs Zusehen. Sollte es Ihnen gefallen haben, bitte Daumen nach oben, Sie können mich abonnieren. Danke.